Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry New Dawn. Wieder mit dem René und mir. So, wir machen heute weiter. Verbessern wir ein bisschen wieder. Dürfen wir ja ein bisschen jetzt verbessern. Wir haben drei Dinge. In Prosperity, die wir jetzt auf Stufe 2 machen. Einmal die Expedition. Davon können wir mal eine machen, übrigens. Also nebenbei machen wir jetzt als nächstes. Aber ich will jetzt mal kurz die Sache noch verbessern, klar. Ja. Kann ich auch nicht weiter verbessern, okay? Ach, wenn es fehlt, das Ethanol dafür. Okay, dann haben wir nur die Dinger. Gut, dann gucken. Komm schon, ich hab was für dich. Ich auch. So, was haben wir dann als nächstes? Hier die Expedition. Haben wir zu wenig Ethanol? Mhm. Boah. Kann ich nicht verbessern, ich hab noch Ethanol. Kannst du mal gucken. Ich wollte gerade sagen, ich guck mal. Nee, ich kann nicht. Oh, wie gemein. Ich glaube, du kannst nur der Host. Ich denke, ach, schade. Ich habe nämlich momentan noch 3300 Ethanol. So, theoretisch könnten wir jetzt... die Frage ist, woran erkenne ich die Expedition? Die Expeditionen? Hm. Da musst du hier hingehen zu den, zu dem Juten Jack, heißt der, glaube ich. Und mit dem Quatschen. Und, ja, erstmal mit dem Quatschen, genau. Okay, und dann hier an diesem schwarzen Brett hier neben dem Jack kannst du die Expedition annehmen. Roger heißt der Kollege. Ach, Roger. Roger Cadoré. Nein, nicht vor Roger. Was immer die gefunden haben, wird auch gut für uns sein. Was meinst du, sollen wir sie besuchen gehen? Und dann vielleicht einen Strandspaziergang, nachdem wir sie ausgenommen haben? Nur ein Witz. Die Highwaymen werden stinksauer sein und wir müssen uns ganz schnell verbiesen. Also, Tortue, muss kaputt. Das Lustigste, dieses mit dem Strandspaziergang, das hat er auch zu mir gesagt. Okay. Also, das ist nicht auf einen weiblichen Charakter beschränkt. Gut, dann. Was ist der Speichervorgang? Ach, der oben gespeichert noch. Jetzt. Ja. Gut, dann fangen wir mit der ersten Expedition heute an. Ist nicht mal so einfach. Die ist sogar relativ schwer. Okay. Soll ich dir eben erklären, wie Expeditionen ablaufen? Machen wir gleich, wenn wir drin sind. Aber, ja, jetzt hat er gerade einen Bildschirm. Hau raus. Also, wir werden jetzt zu einem Punkt geflogen, zum Startpunkt geflogen, und von da aus müssen wir uns am besten reinschleichen und ein Paket finden. Das Paket wurde mit lila Rauch markiert. Guck da, dieser lila Rauch, da in der Nähe ist das Paket. Wir müssen uns wirklich reinschleichen. Sobald wir das Paket haben... das Paket hat einen Peilsender. Sobald wir das haben, geht ein Counter los und die Highwaymen können uns finden. Das heißt, wir müssen ganz schnell zum Abholpunkt kommen. Ab da, wo wir das Paket einsammeln, bricht die Hölle los. Da geht's da wirklich ab. Deswegen, so nah wie möglich. Wir müssen jetzt wirklich, sobald die uns entdeckt haben, bricht die Hölle los im Prinzip. Dann ist vorbei. Und die haben uns auf jeden Fall entdeckt, wenn wir das Paket haben. Deswegen okay. So leise wie möglich am Anfang. Das ist ganz cool, dieser Expedition. Ich wurde gerade von der Schlange angegriffen. Gibt's nicht mehr. Hast du die jetzt mit dem Sägeblattwerfer geköpft? Ja, habe ich. Okay, mehr kriege ich von hier aus nicht, von dieser Position. Ich werde mich mal mit dieser Seilrutsche hier, werde ich mich mal rüberrutschen lassen. Merkwürdiges Deutsch. Mehr, aber jeder weiß, was gemeint ist. Ich komme mal mit rüber.
Ich hol den da oben. Oh. Fuck, den mach ich doch nicht. Also an dem Jet steht einer. Der ist aber mit dem Jet beschäftigt. Na klar. Oh, oh. Dem Jet ist down. Der oben auf den Container nach. Ja, wir müssen wirklich Step by Step jetzt arbeiten. Das war wirklich Step by Step. Ach komm schon. Dein haut ab. Wieso fährt? Ja, da sind. Der fährt da im Kreis immer hin und her. Da sind zu zweit, da ist noch einer. Den habe ich noch nicht markiert, da jetzt. Beide mit dem Auto, ja. Ist das? Oh, da kommt ein Truck. Ein Truck. Hast du die Leiche weggeräumt? Welche Leiche? Hast du nicht. Nee. Ein Jet dort. Egal, der hat ihn nicht gesehen, sehr gut. Jetzt hat er mich gesehen. Scheiße. Na, das hätte jetzt nicht machen müssen. Ich hätte ihn schon gehabt. Okay. Wir müssen das Paket finden. Sehr schön. So. Ich bin beim Paket, ne? Ich warte nur auf dich hier. Muss runter, oder was? Ja, genau. Ich bin zu dir unten. Untergekommen. Hier steht das Paket. Ich drauf. So, jetzt schnell hier raus. Yes, Sir. Gut gemacht. Und hier kommt unser Treffpunkt. Wie bist du denn da jetzt raufgekommen? Sprung. Auf die einen, auf den Tisch und dann da hoch. Hab ich. So, was sagt der im Westen? Scheiße, Mann, ich hänge fest. Ich habe noch 7 Sekunden. Ich komm. Ja, dann geht der GPS dann los. Oder dauert lang. Scheiße. Bist du gefallen? Nein! Ja. Ja. Ich dachte, da hätten wir eine Rosalrutsche, deswegen bin ich ja schnell ran. Ja. Das Paket wurde zerstört, scheiße. Ja, das war mein Fehl. Ja, passiert. Jetzt gehst du, dann nimmst du das gleich einfach. Das ist, glaube ich, einfacher, wenn du das jetzt nimmst. Okay. Ich wollte es extra dir überlassen, weißt du? Nee, ach, alles gut. Ich weiß auf. Irgendwie finde ich das süß, dass der mich Tiger nennt. Bei mir, der sagt der Löwin. Löwin? Mich nennt der Tiger. Einer meiner Lieblingscharaktere in diesem Spiel, der Roger. Für mich Jack. Also ich darf ihn Jack nennen, hat er gesagt, deswegen.
Deswegen habe ich eben gedacht, ich ist weg. Aber ich verfolge dieselbe Taktik wie eben, ne? Ich bin schon auf dem Weg rüber. Ja, ja, alles gut. Mach. Alter. Wenn du das so für richtig hältst, dann mach das. Du kennst die Mission eben, wahrscheinlich. Ja. Naja, es geht so. Die erste habe ich tatsächlich. Also die Expedition allgemein habe ich sehr wenig gespielt. Weil ich immer Ressourcen hatte. Genug eigentlich. Ich habe halt echt Angst, wenn ich jetzt ein Auto sprenge, dass die ja echt aufmerksam auf uns werden. Vermutlich. Ja. Gut, wir können die Autos ja auch erstmal in Ruhe lassen. Verdammt, ich wurde entdeckt. Ich hol mir ein Paket. Ich hab es. Ja, alles gut. So, ich bin am Abholpunkt. Alles gut, ich bin da. Ich komme. Die Highwaymen schicken ohne Ende Verstärkung. Also verschwende keine Zeit und lass uns so schnell es geht abbauen. Okay. Da haben wir ein Schild. Die kommen mit Jetskis, ja. Da haben wir ein Schildes Sound. Den hab ich schon. Die kommen mit massenhaft Jetskis, genau. Heile. Ach komm schon. Sehr schön. Ich liebe die Schleuder oder allgemein den Bogen mit Sprengpfeilen, ne? Na, ist gut. Das kannst du auch nicht. Hä? Wo willst du denn? Hey, da hängt ein Rucksack am Baum. Möchte ich jetzt aber schon irgendwie haben. Kuckuck, Arschloch. Dreimal hier oben weggeholt. Da, der Heli. Wow. Okay, ab in den Heli. Komm, der Heli, schlag ein. Komm. Go. Er will nicht. Ich hab Platz gemacht. Geh wieder rüber. Jetzt. Hab Glück. Okay, sehr gut.
Puh. Sehr schön. Hier kann man halt auch wie die Außenbossen, kann man die auch hochleveln auf 3 Sterne und so. Da werden die immer schwächer. Na klar, das ist. Und geben halt viel mehr Beute, ne? Na gut, muss sich ja irgendwie auch lohnen, ne? Ja, eben. Vor allen Dingen werden die. Ich will jetzt nicht sagen, dass diese Expeditionen halt voll übel schwer sind und so, aber du hast da schon ein, zwei Expeditionen bei, die auf Stufe 3 echt nicht von schlechten Eltern sind, ja? Gut, ich fand die jetzt auch tatsächlich nicht schwer. Nicht einfach so rum. Nicht einfach, ne? Ne, ist sie auch nicht, ne? Das ist vor allen Dingen die erste. Ich will jetzt nicht so viel spoilern und so, aber das ist wirklich einer der schwersten, finde ich. Also die anderen, die kommen, finde ich persönlich leichter. Gut. Da hinten wäre noch eine Hauptmission. Habe ich noch irgendwas, was ich jetzt gerade sehr wichtig finde? Nö, eigentlich nichts zu verbessern, ne? Gott. Skillpunkte wieder vergeben. Was skill ich denn? Was soll ich als nächstes skillen? Ich habe jetzt wieder 3 Stück. Boah, was hast du? Fernglas hast du geskillt, ne? Ich glaube, ich habe gerade nichts, was ich jetzt. Warte mal. Ich glaube, ich habe nichts, was ich jetzt hochskillen kann. Doch. Erste Hilfe-Sets, mehr Nahkampfwaffen, mehr Wurfgeschosse, mehr leichte Munition, mehr schwere Munition. Mehr leichte Munition ist ganz nett, mehr Erste Hilfe-Sets kannst du eigentlich skillen. Und ja, dann fange ich damit an. Muss ja mal aussuchen. Also ja, dann fange ich damit an. Dann habe ich die jetzt gemacht. Die sind auf jeden Fall ganz nett. Ansonsten Kletterhaken hast du, ne? Ja. Ja. Gut. Ja, dann ansonsten. Da ich, vor allen Dingen, da ich ja zum Beispiel Sachen wie den Schweißbrenner und so habe, sind die bei dir ja semi wichtig, weißt du? Das sind eher so, eher mehr Lungenkapazität, auch demnächst mal skillen, eventuell einmal. Gut. Sind so die Takedowns hast du, die, genau, bei Takedown immer mal wieder was skillen. Ja, doch, so habe ich doch nicht viel, noch nicht genug. Ja, aber ja, den einen habe ich eben schön mit dem Takedown weggeholt von den 3. 2 mit dem Ding und einen habe ich schön angeschossen. Ich kenne ja die Takedowns. Ist ja nicht mein erster Fuckverteil. Gut, ja, dann haben wir nach der etwas längeren letzten Folge, wollte ich sagen, machen wir heute etwas eine kürzere Folge, bevor wir jetzt hier was Neues anfangen und wieder so ewig lange brauchen. Ja, genau. Weil wir danach gerne. Ich würde jetzt gerne nämlich die Mission hier anfangen mit Thomas Rush. Die nächste. Gut, ja. Dann machen wir hier mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann. Hoffe ich, dass er dann auch wieder einschaltet. Tschüss. Ciao, Leute.